Hallo, ich begrüße dich und freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute melde ich mich mit dem Video zu heutigen Neumond. Wir haben heute am 17. März 2018 den Neumond in Fischen. Und ich habe die Karten gestern ganz spät abends schon gemischt, in eine Meditation mich angebunden, habe hier meinen Raum vorbereitet und habe gefragt, welche Botschaften wichtig wären für meine Zuschauer, für mich selber in diesem kommenden Mondzyklus und habe die Botschaften erhalten. Außerdem habe ich heute also mit dem platonischen Körper gearbeitet und habe diese platonischen Körper über Nacht auch wirklich wirken lassen und die Energie sich auch entfalten lassen. Und ja, ich bin genauso gespannt wie du, was uns in den kommenden Mondzyklus erwartet und habe auch eine Karte aus dem aufgestiegenen Meisterdeck gezogen und da kam die Energie Lemuel. Und natürlich habe ich auch mit den Engeln mich verbunden und habe auch hier diese wunderbare Spray von Ingrid Auer Engelmeditation, also diesen Spray auch, diese Aura Essenz hier benutzt, auch für mein Video, auch mich natürlich in diese Energie eingeschwungen und habe eine Beckenschale heute dabei. Denn ich möchte dich vorher gerne bitten, mit mir in eine kurze Meditation einzutauchen. Also aus dem Buch der aufgestiegenen Meister, also das Buch heißt Die Gegenwart der Meister, von der wunderbaren Jane Ruland geschrieben, habe ich für den Lemuel den Text, also eine kleine Meditation ausgesucht und möchte dich gerne einladen, in diese Energie einzutauchen. Also die Energie von Lemuel steht auch für Ausgeglichenheit. Also es kommt eine Zeit der Ausgeglichenheit und schau mal hier, Sonne und Mond. Also es findet ein Ausgleich, also auch im Inneren bei uns statt, ja? Dann bitte ich dich jetzt die Augen zu schließen und in die Energie einzutauchen. Atme tief ein und aus. Spüre deine Füße, spüre deinen Körper. Öffne dich für die Botschaften. Tauche in die Energie von Lemuel ein. Ihr Wesen des Himmels, ihr heiligen Boten der lichten Reiche, sendet mir die strahlende Wahrheit und den Schutz auf meinen Weg. Ihr Wesen der Erde, ihr Hüter und Hüterinnen, ihr Bewahrerinnen und Erhalter der heiligen Bereiche, der unsankbaren Schätze, sendet mir die Veredelung auf meinem Pfad. Ihr Wesen des Wassers, ihr Hüterinnen der Quellen und großen Gewässer, sendet mir den Kelch der fließenden Liebe
und ehrenden Ruhe. Ihr mächtigen Wesen der Luft, ihr Reiter auf den vier Winden, sendet mir das Schwert der klaren Entscheidung. Ihr Wesen des Feuers, ihr Hüter der heiligen Energie, sendet mir den Mut und die Kraft, das Licht des ewigen Lebens in der Welt zu verwirklichen, ihr mächtigen Naturdevas, ihr Erbauer der Formen. Arbeitet mit mir. Ich danke euch für euer Wirken. Ich habe hier noch ein kleines Ritual. Das kannst du auch gerne mit mir nachsprechen. Und wenn du möchtest, kannst du auch heute Abend dich für meinen Mondritual anmelden. Also heute Abend um 18 Uhr werde ich einen Beitrag machen auf Facebook, auf meiner Homepage, dass ich einen Mondritual anbiete. Wenn dich das interessiert, kannst du gerne zu uns kommen und mit diesem Ritual mitmachen oder dabei sein, das zu buchen. Aber vorab kannst du dich jetzt hier schon mal mit dieser Energie verbinden. Ich vereinige mich heute mit der Macht des Himmels. Ich vereinige mich heute mit dem Licht der Sonne. Ich vereinige mich heute mit dem Weiß des Schnees. Ich vereinige mich heute mit der Kraft des Feuers. Ich vereinige mich heute mit dem Läuten des Blitzes. Ich vereinige mich heute mit der Geschwindigkeit des Windes. Ich vereinige mich heute mit der Tiefe des Meeres. Ich vereinige mich heute mit der Festigkeit der Erde. Visualisiere dir, dass du dich mit der Erde verbindest. Aus deinen Füßen heraus, lasse Wurzel wachsen, tief in die Erde hinein und öffne deine Kronenchakra für das höchste Licht. Nun, wenn du jetzt bereit bist, würde ich gerne mit der Deutung beginnen. Die erste Reihe hier habe ich für die Liebe gezogen. Die zweite Reihe für deinen Beruf. Die dritte Reihe für deine persönliche oder spirituelle Weiterentwicklung. Und die vierte Reihe für allgemeine Fragen. Also Fragen oder Themen, was dich so gerade beschäftigen. Also ich sammle mal die platonischen Körper wieder ein. Also ich hatte hier die Dekaeder, Tetraeder, Hexaeder, Oktaeder, Ikosaeder. Also die haben alle so eine schwierige Name. Das ist alles aus Bergkristall. Ich zeige es dir. Und die sind auch wirklich energetisch sehr hochschwingend. Also wenn man die Karten damit so auflädt, man merkt schon den Unterschied, ja, die Energie.
So, und dann fangen wir mit den Liebesbotschaften an. Und dafür decke ich jetzt alle Karten hier aus dem Deck Maria Magdalena auf. Und die erste Karte ist für dich, also im Thema Liebe, habe Vertrauen. Du wirst göttlich geführt, vertraue deine Wahrnehmung, du bist auf dem richtigen Weg. Ich glaube und vertraue, die Kraft in mir führt mich sicher durch den Film des Lebens. Ja, also du wirst wieder hier ermuntert oder darauf hingewiesen, dass du mehr ins Vertrauen gehen sollst. Also schließe deine Augen und vertraue. Und lass dieses Gefühl des Vertrauens in dir sich ausdehnen und immer größer werden. Und auch erlaube der geistigen Kraft in dir, dass sich das alles so bei dir entwickelt und sich ausdehnt. Also fühle, wie alle Ängste sich auflösen. Also, dass du nicht Angst hast, was in deine Beziehung oder in deine Liebe auf dich zukommt, dass du ins Vertrauen gehst und vertraue deine Wahrnehmungen auch und auch für deine lichtvolle und herzenswärmende Eingebungen, weil die zeigen dir, ob du auf dem richtigen Weg bist. Die zweite Karte kam: Zusammenkunft. Eine höhere Kraft hat uns zusammengeführt. Ich bin im Kreise meiner Lieben und genieße die gemeinsame verbrachte Zeit. Spüre die Kraft der Gemeinschaft und die Liebe, die alles verbindet. Also es geht hier darum, wenn du in einer Beziehung bist, dass du also diese Gemeinschaft viel mehr lebst und zulässt. Es erneuert die bunte Liebe. Triff dich mit Menschen, die dir am Herzen liegen. Höre ihnen zu, wie wohltuend ist es, gemeinsam zu speisen und beieinander zu sein. Dies kann auch beim Abendessen durch wertvolle Gespräche, die spirituelle Themen oder Tagesreflexionen beinhalten, geschehen. Was war heute gut? Worüber habe ich mich gefreut? Wo habe ich heute die geistige Führung wahrgenommen? Was war ein Segen am heutigen Tag? Falls es unschöne Ereignisse gab, stelle dir die Frage: Was habe ich daraus gelernt? Bringe dich und die Menschen, die es betrifft, wieder ins Gleichgewicht, sodass sie alle daran Beteiligten wohlfühlen können. Segnet die Tagessituation und schließt euren Tag zu eurem Wohl in Frieden ab. Fühle die Liebe in dir, in der Verbindung mit Menschen, die du liebst, und in der Verbindung mit ihrem höheren Wesen. Also es ist ganz wichtig, dass man auch Zeit zusammen verbringt mit den Menschen, die man liebt, dass man offen kommuniziert, dass man bestimmte Situationen oder Ereignisse einfach bespricht und dass man den Tag einfach segnet, wenn der Tag vorbei ist. Also es ist schon eine sehr hohe Schwingung. Liebe ist die höchste Schwingung überhaupt. Befreiung von Scham und Schuld. Ich trinke aus den Brunnen der Liebe. Ich bin frei, frei, ewig frei. Befreie deine Sexualität und die Kraft, die aus deinen Wurzeln ziehen kannst. Also oft gibt es Scham- oder Schuldgefühle in der Sexualität, und ich lese dir hier die Karte gerne vor. Scham und Schuld sind Gift für die Seele, Geist und Körper, wo Menschen gemacht und haben von Menschen gemacht und haben mit der göttlichen Energie nichts zu tun. Die Sexualität ist der direkteste Weg zu Gott. Gott ist Liebe, Ekstase, Lust und Feuer. Jedes Mal, wenn wir uns in vollkommener Liebe vereinen, erneuern wir
unsere göttliche Energie. Gehe in dich, in die Katakomben deines Verstandes, deiner Seele und deines Herzens. Finde die dunklen Ecken in dir, in denen Scham und Schuld noch leben, und entferne sie. Löse alte Verträge, alte Gefühle mit Hilfe der göttlichen Wesen auf. Lüfte die Schleier der Illusion. Es dient niemandem, wenn du dich klein hältst und dein Licht unter den Scheffel stellst. Jeder von uns ist einzigartig. Erfahrungen sind dafür da, dass wir daraus lernen und daran wachsen. Nutze jede Gelegenheit, um Freude, Liebe und Ekstase zu erzeugen, denn das stärkt dich, deine Mitmenschen und dein ewiges Licht. Also es ist auch wichtig, also in diesem kommenden Mondzyklus, dass du auch die Liebe lebst, auch körperlich die Liebe zulässt. So, und dann kommt nochmal die Lady Nada. Heilung geschieht durch die Liebe, die du heute in dir fühlst. Sage ja zu deiner jetzigen Verkörperung. Du bist Liebe. Lady Nada ist eine höhere Schwingungsebene von Maria Magdalena. Anteile von ihr finden sich in jedem von uns. Sie hilft uns, den Körper, die Sexualität und selbst uns selbst und die Liebe in all ihren Facetten anzunehmen. Ihre Energie heilt die Wunden und Schwächen in allen Bereichen der Liebe. Sie hilft uns in Zeiten des Umbruchs in der Liebe, im Frieden und im Vertrauen zu bleiben, unsere Herzen offen zu halten. Wenn eine Tür zufällt, öffnet sich eine neue, denn das Leben fließt nach vorne in großen Strömen zur Quelle. Auch in schweren Situationen stecken Geschenke und Wachstumsmöglichkeiten, wenn wir das Herz offen halten. Nutze die Momente, in denen das Außen sich zurückzieht und im Inneren zu wirken, zu vergeben, zu reinigen, dich neu auszurichten und dich für die Gnade in der Liebe ist zu öffnen. Gnade bedeutet, dass etwas bereits vergeben ist. Öffne dich für den neuen, gegenwärtigen Moment und für die heilsamen Impulse der Liebe. Lady Nada unterstützt dich in deinem Weg der Meisterschaft. Also eine wunderbare Karte, und wenn du diese Karte anschaust, auch die Farben, also rosa und hier eine Blüte, die aufblüht. Also sage ja zu Liebe. Oft sind auch in der Partnerschaft Verletzungen da, dass wenn man liebt, wenn man den Herz öffnet, kann das Herz auch natürlich verletzt werden. Also es ist immer wieder wichtig, dass wir vergeben, dass wir diesen alten Groll loslassen und uns wirklich für die Liebe öffnen, weil nur diese Schwingung der Liebe kann heilen, also Momente für die heilsamen Impulse der Liebe, dass du dich da öffnest, und das wird alle deinen Wunden wieder heilen. Also wir treten jetzt auch am 21. in den Venusjahr, und Venus ist ja auch die Energie der Liebe, und das wird auch einiges auch in bestehenden Beziehungen oder in neuen Beziehungen oder Liebesbeziehungen, die sich finden, einiges bewirken, weil einfach eine ganz andere Energie auf uns zukommt. Also wir sind auch bereit und öffnen uns ja auch viel mehr für das Schöne, für das Sinnliche. Und ja, wie gesagt, beginnt ja auch der Frühjahr, die Blumen beginnen zu blühen. Es kommt auch eine liebevolle Energie von außen auf uns zu. Und das ist ganz wichtig, dass du auch auf deine Liebe, also im Vertrauen bleibst. Also Vertrauen, Zusammenkunft, Befreiung von Scham und Schuld, dass du dich auch nicht schuldig fühlst, dass du dich für die Liebe öffnest.
Und dann kommt noch Lady Nada, sag ja zu deiner jetzigen Verkörperung, du bist Liebe. Jetzt schauen wir mal, was der Beruf so für dich mitbringt in den kommenden Mondzyklus. Und da kommt die erste Karte, sechste Luft. Und schau mal, alles in diesen dunkelblau, also auch sehr transformierend. Ist das dunkelblau oder violett eher? Ne? Also es geht aufwärts, das Ende einer schwierigen Situation, eine Reise. Also das bedeutet, wenn du im Beruf auch noch manche Blockaden hattest oder dass das nicht so nach vorne ging oder nicht so, wie du dir das erhofft hast, also dass das so schleppend voranging. Schau mal hier und du bist hier vorne und da kommen die ganze Pferde, also hinterher, also eine ganze Herde. Das heißt, dass du einen Aufschwung bekommst, so jetzt in diesen kommenden 2 Wochen, also in diesem Mondzyklus. Und natürlich ist es auch wunderbar, wenn du was am Neumond beginnst. Das wird auch Früchte tragen, ja? So immer was Neues zu beginnen am Neumond ist sehr gut. Und da kommt auch schon die zweite Karte, also die Hohepriesterin mit dem Erzengel Haniel. Und das ist eine große Arcana-Karte. Und ja, du sollst auf deine Intuition hören. Hab Geduld und bedenke sorgsam, was du willst, bevor du handelst. So, hier wirst du nochmal aufgefordert, in deine Kraft zu kommen, dich mit Erzengel Haniel zu verbinden, wirklich die Impulse, die du von oben bekommst, anzunehmen. Also wirklich mit Bedacht an etwas ranzugehen. Also überlege gut, was du möchtest, formuliere das gut und dann gehe los. Also hier ist diese Hohepriesterin, hat auch ein Buch in der Hand. Also schreibe deine Ziele, deine Wünsche auf jeden Fall auf, was du umsetzen möchtest, was in der kommenden Zeit für dich kommen sollte. Und da kommt schon die Zahl 10, auch wieder eine große Arcana-Karte, also mit Erzengel Michael, eine zeitpositive Veränderung, eine Situation, die sich plötzlich vorwärts bewegt. Das Glück ist auf deiner Seite. Und also nicht nur in der Liebe passiert einiges jetzt mit dem Venusjahr, sondern einfach die Energie da. Also der Frühjahr, das Wachstum, also alles beginnt zu fließen, die Natur. Und wir Menschen auch, also wir bekommen auch Lust zum Abnehmen, für Sport, für neue Projekte. Wir sind sozusagen beflügelt, also wenn die Sonne beginnt auch zu scheinen. Also März ist auch ein sehr schöner Monat, dann kommt auch, bald haben wir auch Ostern. Oster ist auch ein wunderschöner Fest, der das auch bildlich wirklich für uns zeigt, ja. So, die nächste Karte ist die Gerechtigkeit mit der Nummer 8, auch wieder eine Arcana-Karte, Gerechtigkeit, Erzengel Raguel, faire und gerechte Entscheidungen. Tue das, von dem du weißt, dass es richtig ist, stehe zu deinen Überzeugungen. Also wenn du beruflich eine Idee hast, dann setze es durch, dann bleibe dran. Wenn du einen Impuls hast, das möchtest du umsetzen, dann mache das. Weil schau mal hier, der Engel balanciert hier eine Waage. Ja, das wird ein Gleichgewicht hier auch stattfinden. Also wenn du von etwas überzeugt bist, dann wird sich das auch in dein Leben auf gerechte Art und Weise manifestieren. Das war jetzt für den Beruf, für diesen kommenden
2 Wochen. Jetzt schauen wir nochmal deine persönliche oder spirituelle Weiterentwicklung. Und dazu habe ich hier die Mondaspekte-Karte gezogen. Ich habe jetzt seit längerem nicht mehr mit diesen Karten gearbeitet. Kam jetzt auch intuitiv gestern Abend, dass ich die gezogen habe. Und dann fange ich an. Also das Erste sind halt deine Emotionen. Der Mond allgemein steht immer für tiefe Gefühle, für Emotionen, auch für Ängste. Also hier, die Emotionen spielen bei dir immer wieder eine große Rolle. Und da kommt die Karte Vertrauen. Dass du mehr ins Vertrauen kommen solltest, also in allen Phasen deines Lebens, dass du dich gut erdest, dass du dich gut anbindest. Vertrauen ist immer wichtig. Also wenn du in der Schöpfung vertraust, wenn du gut angebunden bist, wenn du weißt, dass morgens wieder die Sonne aufgeht, dieses tiefe Urvertrauen in dir trägst, ja, dann brauchst du auch keine Angst zu haben. Dann kannst du vollkommen vertrauen, den Fluss des Lebens dich übergeben, dem Fluss des Lebens vertrauen, dass es gut mit dir meint. Weil manche Dinge, die nicht passieren, die sollen dann halt nicht sein. Ja? Und hier kommt mal noch die Karte Bewusstwerdung. Und Bewusstwerdung ist wirklich oft bei den Mond, also in der Neumondphase, sind wir auch wirklich immer sehr intuitiv und auch offener, feinfühliger generell. Und beim Vollmond ist unsere Wahrnehmung auch stärker. Also diese Karte zeigt jetzt generell den Vollmond an. Ja, wir gehen ja jetzt auf den zunehmenden Mond zu. Und also bei Vollmond ist auch eine volle Bewusstwerdung denn da, ja? Und das begleitet dich. Und da kommen nochmal die Karte Gedanken. Also, dass du auch viele Gedanken machst und diese Gedanken haben auch also ganz viel mit deinen Emotionen zu tun. Ich habe hier einen wunderbaren kleinen Begleitbuch. Und dazu möchte ich gerne so einiges vorlesen für dich, damit du das viel besser verstehen kannst. Also intuitiv habe ich ja jetzt gedeutet. Also die Emotionen, wie nimmst du deine Emotionen mit deinem Körperbewusstsein wahr? Kannst du eine Emotion von einem Gefühl oder einer Empfindung unterscheiden? Der Ursprung deiner Emotion liegt im Wurzelchakra. Also ist ganz wichtig, dass du dich erdest. Sie ist deine Urkraft und Lebenskraft, die mit der Hilfe der Sinnesorgane über dein Überleben wacht und dich in kritische Situationen mit Hilfe der Emotionen, auch Instinkt genannt, steuert. Wirst du von außen angegriffen, reagiert deine Lebenskraft sofort. Sie steigt im Körper aufwärts und aktiviert über das Nervensystem deine gesamte Muskulatur. Ist die Lebenskraft im dritten Chakra, also im Solarplexus, angekommen, liefert dein Gehirn, das von deinen Sinnen informiert wurde, ein Ziel und wandelt sich dort in eine Emotion, also in Wut, Panik, Trauer oder Angst. Bist du dir deine Selbst so bewusst, dass du der aufsteigenden Lebenskraft über deine Vorstellungen kein Ziel anbietest, bleibt sie Lebenskraft und wandelt sie in keine Emotion. Sie steigt weiter aufwärts und bleibt in Bewegung. Somit bleibst du klar und in voller Kraft. Ja, das stimmt ja auch. Also wenn du dich von deinen Emotionen beherrschen lässt,
das ist nicht so gut, sondern dass du dann bei dir bleibst, in deiner Mitte bleibst. Deswegen auch ganz wichtig, dass man geerdet ist, ja? Und da kommt die Karte Vertrauen. Kannst du dir selbst vertrauen? Wenn wir uns selbst vertrauen, dann glauben wir an unsere Fähigkeit, mit Problemen, die auf uns zukommen, umgehen zu können. Hast du das Selbstvertrauen, dein Leben zu meistern, was auch immer kommen mag? Der Zweifel hindert dich am Vertrauen. Habe Vertrauen in die göttliche Führung und erkenne, dass alles, was geschieht, deinem höchsten Wohle dient. Vertraue immer deinen Impulsen. Das ist auch wichtig, also dass du der göttlichen Schöpfung vertraust und auch deine Impulse, die durch dich gesandt werden. Und die Bewusstwerdung werde dir deine selbst bewusst. Bewusstwerdung hat immer mit einem Erkennen und der Erkenntnis zu tun. Das Verstehen von Zusammenhängen, die ins Bewusstsein treten. Also das Bewusstsein steht für das Geistige und wirkt in der mentale Ebene der Gedanken. Wenn dein Bewusstsein mit deiner Seele im Einklang ist, dann kannst du Entscheidungen aus dem Herzen treffen. Also ein Bewusstseinsvorschritt ist ein Prozess, der sich in dir abspielt und ein Weg zur Erleuchtung und Selbsterkenntnis. Mit jedem Bewusstwerdung kommst du näher an dein Selbst und an deinen Schöpferzyklus. Du kannst die Ordnung deiner Schöpfung erkennen. Also auch deine Gedanken spielen eine Rolle bei der Bewusstwerdung. Also dass du mit deinem Bewusstsein, mit deiner Seele im Einklang bist, damit du gute Entscheidungen treffen kannst. Ja? Da kommt die letzte Karte, Gedanken. Ich finde das sehr, sehr stimmig, die Botschaften, die fließen ineinander. Also das Vertrauen, die Emotionen, dass du nicht von den Emotionen dich beherrschen lässt, sondern in deiner Mitte bleibst. Und dann kommen noch die Gedanken. Bist du dir deine Gedanken bewusst? Deine Gedanken beeinflussen dein Fühlen, Handeln und deine Erfahrungen. Gedanken entstehen in deine mentale Ebene, also in dieser Auraschicht, und werden dort programmiert. Es sind immer und ausschließlich die Gedanken, die Gefühle hervorrufen. Für dich ist es wichtig zu achten, in welche Richtung deine Gedanken gehen. Mit jedem Gedanke erschaffst du dir deine eigene Welt. Das solltest du dir immer bewusst sein. Immer wiederkehrende Gedanken programmieren sich in deinem Gedankenfeld. Diesen Gedanken wirst du zeitverzögert fühlen und dieses Gefühl wirst du nicht mit deinen Gedanken in Verbindung bringen. Aber der Gedanke hat ein Gefühl in dir erschaffen. Und dieses Gefühl erschafft aus deinen Situationen Erfahrungen, kleine und große Geschichten in deinem Leben. Wenn du wirklich etwas verändern möchtest, dann musst du dir deine Gedankenstruktur neu programmieren. Also jede gedachte Gedanke manifestiert sich im Außen in deinem Leben. Also wenn du beruflich nicht erfolgreich bist, das hast du dir so gerade herbeigedacht. Wenn du in eine nicht erfüllte Partnerschaft lebst, das hast du dir auch so gerade herbeigedacht. Wenn du nicht diesen Traumkörper hast, den du gerade haben möchtest, das hast du dir auch so eingeladen in dem Leben. So funktioniert das wirklich. Wenn du das lernst zu verstehen, dass du richtig deine Gedanken positiv ausrichtest, dann wirst du einen Quantensprung machen, eine Bewusstwerdung in dir.
wirklich erfahren, dann wirst du auch viel mehr ins Vertrauen kommen und deine Emotionen viel besser im Griff haben. Also ich finde, die Botschaft ist wirklich hundertprozentig passend. Und jetzt für deine allgemeine Thema, was dich gerade beschäftigt, also die Karten, fange ich an mit der ersten Karte. Und das ist hier 8 Ariel. Du darfst stolz sein auf deine ausgezeichnete Arbeit. Übung macht den Meister. Ziehe eine Weiterbildung oder Schulung in Erwägung. Also die Karte ist eine Aufforderung, dass du also dich weiterbildest. Dass du darfst stolz sein auf dich. Du hast schon also einiges geleistet. Bleibe dran, übe fleißig und ziehe eine Weiterbildung oder Schulung in Erwägung. Also, dass du da nicht an deine Lorbeeren ausruhst, sondern dich weiterentwickelst. Und das finde ich jetzt sehr gut. Also, egal in welchem Bereich, dass du also dich weiterentwickelst einfach. Und die Karte ist ja hier Rose, 8 Ariel. Und da kommt nochmal die 2 Ariel. Es ist wichtig, im Gleichgewicht zu sein, an mehreren Projekten oder Jobs gleichzeitig arbeiten, die Arbeit zum Vergnügen machen. Also trau dich ruhig auch, was anderes zuzumachen. Also hier kommt auch dieses Symbol, guck mal, Yin und Yang, und da das liegende 8, ja. Also, dass du auch mehrere Projekte gleichzeitig machst. Also, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß. Es gibt ja auch was dazwischen. Und gibt es ja auch nicht nur gut und schlecht, sondern es gibt ja auch etwas dazwischen. Und lasse dich da drauf ein, lasse dich leicht leiten, schaffe ein Gleichgewicht, mache Projekte, die dir Spaß machen. Das wird dich auch ins Gleichgewicht bringen, ja. Ja, da kamen noch 2 Karten allgemein und da kommt noch mal 7 Raphael. Also Zeit, eine Entscheidung zu treffen, mach dir klar, was du willst und werde entsprechend aktiv. Das Bedürfnis nach Entgiftung. Also die Karte, wie ich das hier sehe, sehe ich hier die Chakrenfarben. Also es ist hier auch eine so spielt hier auch eine Rolle, also auch ernährungstechnisch vielleicht, dass du eine Entschlackungskur machst oder eine Entgiftungskur machst, aber auch auf energetischer Ebene, dass du dich reinigst, dass du deine Chakren ausgleichst, dass du wieder in deine Mitte kommst, dass du das Schwere loslässt, ja, dich für diesen Frühjahr, für diesen neuen Lebenszyklus, für diesen neuen Mondzyklus einfach öffnest und ja, also diese Energie einfach ja, auch wirken lässt, ja. Wenn es dir nicht so gut geht und hast du das Gefühl, du bist nicht im Gleichgewicht, gerne auch eine Chakra-Ausgleich bei mir mit Reiki. Also du findest auch immer den Kontakt zu mir unten in den Infobox. Also sehr, sehr gerne. Und allgemein treffe eine Entscheidung, egal in welchem Bereich in deinem Leben. Sage klar oder mache dir klar, was du willst. Und dann kannst du auch diesen Ziel verfolgen oder du hast dann auch diesen Ziel, was du oder einen Plan, was du halt umsetzen möchtest, ja. Aber wenn du keine Entscheidung getroffen hast, dann wird das halt schwierig, weil du ja weißt ja auch nicht, wie soll sich das denn also manifestieren, wenn keine Klarheit da ist, ja, treffe eine Entscheidung, ja. Da kommt hier auch wieder eine große Arcana-Karte mit Lösungen, Erzengel Zadkiel. Und schau mal hier, ja, auch hier Violett, Transformation. Erfolg aufgrund objektiven Kompromisses, Selbstkontrolle und Geduld, Vergebung und heilende Energie.
Also du wirst Erfolg haben, egal an was du jetzt gerade gedacht hast. Also wenn du auch bereit bist, gewisse Kompromisse einzugehen. Es ist auch wichtig, dass du dich selber unter der Kontrolle hast und geduldig bleibst. Also selber dich unter der Kontrolle, dass du nicht zu schnell handelst, dass du nicht zu schnell was aufgibst, sondern deine Gefühle, deine Emotionen also kontrollierst, ja? Und Vergebung ist hier auch wichtig, dass du in dieser Situation für alle, auch für dich vielleicht selber, einfach vergibst und dadurch wird eine heilende Energie hier einfließen, ja, in dein Vorhaben oder in dein Plan oder in dein Thema, was du hier gerade so für dich gewählt hast. So, das war die Neumondbotschaft für dich. Ich hoffe, das war eine wichtige Wegweiser und du konntest das wunderbar für dich annehmen. Entschuldigung. Also, wenn du an meinem Mondritual teilnehmen möchtest, heute um 18 Uhr findest du das auf meiner Seite. Also ich werde einen Mondritual anbieten mit einer Energieübertragung heute um 22 Uhr. Und für meine Teilnehmer, das ist auch nicht teuer, das ist für jedermann also zugänglich, dass es jeder erreichen kann, dass ihr auch die Energiearbeit mit Reiki kennenlernen könnt. Heute habe ich auch hier zwei Damen. Wir haben auch Reiki 1 heute. Und also, wenn du daran teilnehmen möchtest, dann melde dich bitte unter www.reka-bergheim.de. So, noch eine kurze Hinweis. Also, ich melde mich morgen nochmal mit einem Video, nochmal mit einem Energievideo, weil wir morgen noch einen Portaltag haben. Also, wenn du die Tage das Gefühl hattest, du bist so müde, also es passiert so viel bei dir oder irgendwie dir geht es nicht gut oder auch emotional kamen noch mal viele Themen hoch oder du warst nicht so ganz in deiner Mitte, dann erklärt sich das auch, dass du dich auch sehr auf diese Energie sehr feinfühlig reagierst. Und morgen haben wir auch einen Portaltag und dazu wird auch ein Video geben. Noch was? Also wenn du an meinem Venuskurs teilnehmen möchtest, dann würde ich dich bitten, dich bis Mitte der Woche sich bei mir nochmal zu melden. Also am 24. haben wir diesen Venuskurs. Also es ist sehr hohe Energien, sehr wirksam. Also schau auf meine Homepage. Also ich möchte dir das gerne nochmal näher bringen. Ich arbeite medial, arbeite energetisch. Schau da hinein. Vielleicht ist das doch was für dich, ist ein Tageskurs. Also hier Bergheim ist auch wunderbar zu erreichen. Und ja, also um 18 Uhr ist der Kurs auch zu Ende und da kannst du noch wunderbar nach Hause fahren. Ja, so ohne Übernachtung oder ohne viel Komplikationen. So, jetzt genug gesprochen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Neumond-Zyklus. Sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.